Mario, das ist ja echt ein Knochenjob, den ihr hier habt. Gibt es irgendwann eine Grenze? Müsst ihr bei irgendwelchen Temperaturen aufhören? Ja, bei bestimmten Temperaturen, bei Minustemperaturen, wenn der Turm vereist ist oder wenn sehr starker Wind oben geht. Ich bin heute oberhalb von Dettelbach in den Weinbergen unterwegs. Ihr erinnert euch vielleicht, Dettelbach war eine der ersten Kommunen, die sich bei unserer Aktion Wir jagen Funklöcher beteiligt hat, erfolgreich beteiligt hat. Denn hier haben wir bereits angefangen zu bauen. Und ich treffe heute den Kollegen Pascal Heim, unseren Bauleiter, der mir Neues erzählt. Mein Kollege, der Markus, hat übrigens schon zwei Videos hier in Dettelbach aufgenommen, die zeigen, wie komplex es ist, einen Standort zu realisieren. Pascal, was passiert hier heute und morgen genau? Heute und morgen werden wir den Antennenaufbau und den Systemtechnikaufbau machen, sowie auch temporären Stromanschluss herstellen über ein Stromaggregat und die entsprechenden Messungen durchführen. Du sagst temporäre Stromversorgung, was meinst du genau? Der Energieversorger hat relativ viel zu tun aktuell mit Energiewende und Ladesäulen für E-Mobilität und so weiter. Dementsprechend hat es halt nicht gereicht, dass wir rechtzeitig für den heutigen Tag unseren Strom bekommen. Dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, kurzfristig ein Aggregat aufzustellen. Das ist in dem Fall ein Diesel-Heizölaggregat mit Batteriereserve. Das heißt, wir werden das Aggregat nur, wenn nötig, laufen lassen und die restliche Zeit einen Batteriepuffer verwenden, um unseren Standort mit Energie zu versorgen. Pascal, wo kommt der Strom denn her? Der Strom kommt aus Schnepfenbach. Der Energieversorger hat uns den Kabelweg mitgeteilt. Sobald der Strom gelegt ist vom Energieversorger, werden wir natürlich das Aggregat wieder abbauen und den Standort ganz normal übers Stromnetz versorgen. Wie viel Strom verbraucht eigentlich so ein Standort? Der Stromverbrauch ist unterschiedlich. Das hängt stark davon ab, wie sehr der Standort benutzt wird. Das heißt, wie viele Menschen gerade aktuell in der Zelle sind. Der Stromverbrauch selber liegt zwischen 1 kW und 5 bis 6 kW. Pascal, ihr habt im November angefangen zu bauen. Jetzt haben wir Ende Februar. Es geht verdammt flott hier, oder? Es ging definitiv sehr flott. Das liegt aber auch an dem guten Zutun der Gemeinde und allen hier vor Ort, die uns unterstützt haben. Erstens bei der Findung vom Standort und zweitens dann auch beim Bauen selber. Die Gemeinde hatte ja ursprünglich im Rahmen unserer Aktion Wir jagen Funklöcher einen anderen Standort vorgeschlagen. Genau, das ist richtig. Die Gemeinde hat uns mehrere Standorte vorgeschlagen. Wir waren hier vor Ort, haben mit der Drohne geprüft, was sinnvoll wäre. Dabei hat sich auch herausgestellt, dass die ursprünglich angedachten möglichen Standorte nicht ganz so toll waren. Aber mit der Suche vor Ort hier hat sich dieser Standort als am besten herausgestellt, um alle drei Ostteile zu versorgen. Kannst du bitte nochmal rekapitulieren? Was habt ihr bis heute alles machen müssen? Zum einen haben wir den Weg herstellen müssen, der in etwa 500 Meter lang ist, der ausreichend sein muss für unsere Baufahrzeuge. Das Fundament für den eigentlichen Mast herstellen und natürlich den Mast aufstellen. Ihr habt ja offensichtlich Unmengen oder Tonnen an Schotter ausgebracht. Bleibt das so? Der Aufwand ist natürlich enorm. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass die ganzen Baufahrzeuge, die hier arbeiten, ordentlich arbeiten können und sicher arbeiten können. Wir müssen dafür die Kranstellfläche herstellen, hinterher wieder zurückbauen. Das alles ist keine Kleinigkeit. Du hast vorhin das Fundament angesprochen, das so gebaut worden ist, dass dieser Standort nicht abrutschen kann beim starken Regen oder so. Jetzt sehe ich hier jede Menge Steine, die offensichtlich das hier beschweren. Ist das Eisen hier nicht im Boden verschraubt? Das Fundament muss in dem Fall nicht verschraubt werden, weil wir auf jeder Ecke 10 Platten haben, was insgesamt knapp 70 Tonnen ergibt, die den Mast auf dem Fundament halten. Der Aufbau hier könnte für den einen oder anderen Parkourläufer interessant sein. Die Parkourläufer müssen wir leider enttäuschen. Wir werden zum einen einen Zaun hier rumbauen und auch die ganze Anlage nochmal begrünen.
Pascal, was genau wird an Antennen aufgebaut? Wir bauen hier 3 Sektoren auf mit jeweils den Diensten GSM und LTE, bereiten aber auch alles vor für 5G. Du hast LTE angesprochen, aber ich sehe, ich habe hier schon LTE. Wir haben hier Empfang, weil wir oben auf dem Berg sind, von einer benachbarten Station. Hier geht es auch speziell um die Orte Neusitz, Schnepfenbach und Brück, die aktuell keinen Empfang haben, weil sie im Tal liegen. Bei den Antennen, die aufgebaut werden, handelt es sich um sogenannte Multiband-Antennen mit 10 Ports. Vorbereitet ist die Nutzung von bis zu 6 Diensten, und zwar für die 700er, 800er, 900er, 1500er, 1800er und 2100er Frequenzen. Wegen der Größe der Mobilfunkzelle einerseits und der geringen Bevölkerungsdichte andererseits startet hier die Versorgung zunächst mit den Low-Band-Diensten GSM, LTE 800, LTE 900 und Narrowband IoT. Wie lange dauert eigentlich in der Regel der Aufbau von solchen Antennen an einem Standort? In der Regel sprechen wir von 2 bis 3 Tagen. Es geht ja nicht nur um den reinen Aufbau bzw. das Montieren der Antennen am Mast, sondern auch um entsprechende Messungen hinterher. Was genau wird denn gemessen? Zum einen die Leistungsfähigkeit der Antennen vor Ort. Das ist immer wichtig. Weiterhin die Kabel und entsprechend auch alle Parameter der Antennen. Wir sprechen hier von der mechanischen und der elektrischen Absenkung. Die mechanische Absenkung muss jetzt hier in dem konkreten Fall vor Ort eingestellt werden, da sich der Mast nach oben verjüngt und das Ganze ausgeglichen werden muss. Ist mit der Absenkung die vertikale Ausrichtung gemeint oder was verbirgt sich dahinter? Wir sprechen hier von der vertikalen Absenkung oder Ausrichtung. 0 Grad heißt entsprechend, dass die Antenne gerade am Mast hängt. Die Antenne kann auch nach unten oder nach oben abgesenkt werden, je nachdem, welches Gebiet versorgt werden muss. Ich zeige dir mal, was am Mast vor Ort an der Antenne gemacht wird, beziehungsweise wie die Absenkungen jeweils hergestellt werden. Das ist zum einen die mechanische Absenkung, die wird über dieses Absenkgelenk hergestellt. Das wird oben an der Antenne aufgebaut. An der Seite sieht man auch die Skala. Des Weiteren kann man die elektrische Absenkung einstellen. Die wird über einen Stellmotor in der Antenne verstellt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die Antenne vertikal einzustellen. Horizontal wird an der Antenne mit solch einem Gerät gemessen, vor Ort oben, über GPS-Empfängerantennen. Das Teil wird an die Antenne aufgeklemmt und über Thales nennt sich das System eingemessen. Pascal, wenn die Antennen hängen und ausgemessen sind, wann werden sie funken? Die Antennen funken noch nicht gleich. Es muss erst noch die Übertragungstechnik aufgebaut werden. Damit planen wir aktuell Mitte März und entsprechend dann im April die Inbetriebnahme des Mastes. Hinter uns sieht man jetzt alle 3 Orte relativ gut. Das heißt, die Versorgung ist auf jeden Fall gesichert. Man sieht auf der einen Seite Neusitz, Schnepfenbach und auch Brück. Pascal, unsere Kunden hier in Dettelbach können sich ja bald über schnellen Mobilfunk freuen. Wie sieht es eigentlich mit den Kunden von den Wettbewerbern aus? Vermieten wir diesen Standort? Dieser Standort wird auch an Dritte vermietet. Das heißt, wenn der Bedarf besteht, vermieten wir gerne. Pascal, wir haben vorhin über die Anbindung des Standortes mit Strom gesprochen. Wie ist der Standort an sich an unser Netz angebunden? Der Standort wird über Richtfunk angebunden. Dafür haben wir im Vorfeld eine Gegenstellensuche gemacht und einen geeigneten Standort in Kitzingen gefunden, der als Gegenstelle für diesen hier fungiert. Wir haben uns übrigens gestern Abend entschlossen, noch einen Tag hier in Dettelbach dran zu hängen, denn wir möchten das Thema der Messungen der Antennen vertiefen. Schauen wir mal, was möglich ist, denn es hat doch angefangen zu regnen. Ich glaube, es regnet sich auch ein. Ja, was wir beim Herfahren schon befürchtet haben, das ist eingetroffen, es regnet sich ein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einen Mordsrespekt vor den Monteuren, die hier mit dem Steiger hochfahren auf 30 Meter Höhe und dort oben nach der Antennenmontage jetzt auch Messungen durchführen müssen. Es ist richtig unangenehm kalt. Für die Messungen der Antennenkabel haben sich die Monteure ein zwar provisorisches, aber voll funktionsfähiges Vorzelt an ihren Wagen gebaut.
Denn bevor die insgesamt 36 Antennenkabel hoch oben am Masten montiert werden, wird noch am Boden deren Leistungsfähigkeit und Qualität gemessen. Dabei darf keine Feuchtigkeit in die Kupplungen gelangen. Gemessen werden hier die kurzen Kabel, die die Antennen mit den ebenfalls am Mast verbauten RRH-Modulen, den Remote Radio Heads, verbinden. Am Mast in Dettelbach werden übrigens 6 RRH-Module verbaut. Jedes einzelne dieser Module bringt 20 Kilo an den Masten. Für die Messungen der Kabel hat die Telekom klare Referenzwerte vorgegeben. Überhaupt muss bei der Antennenmontage mit großer Sorgfalt vorgegangen werden. So müssen beispielsweise auch die einzelnen Schrauben vieler Befestigungen mit dem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Mario, das ist ja echt ein Knochenjob, den ihr hier habt. Gibt es irgendwann eine Grenze? Müsst ihr bei irgendwelchen Temperaturen aufhören? Ja, bei bestimmten Temperaturen, bei Minustemperaturen, wenn der Turm vereist ist oder wenn sehr starker Wind oben geht. Ja. Und ansonsten ist Wetter eine Frage der Bekleidung, oder? Ja, sicher, ganz sicher. Also wir haben wetterfeste Schuhe, Kleidung, Unterzüge, kann ich mal kurz zeigen. Ja, fürs Wetter, natürlich dann die Handschuhe und was alles denn dazugehört. Mir hat jemand erzählt, die größte Hitze da oben mögt ihr auch nicht. Warum? Ja, gut, man muss oben auch aufpassen, man kann schnell verbrennen, weil ein bisschen Wind geht immer und man fühlt die Kraft der Sonne eben halt nicht. Ja, der Antennenaufbau ist noch nicht abgeschlossen, aber wahrscheinlich wird für heute abgebrochen werden müssen. Es windet zu sehr, nicht nur für unsere Drohne, sondern auch der Hubsteiger kann nicht mehr arbeiten, denn zugelassen ist der nur für Windgeschwindigkeiten von bis zu 12,5 Metern pro Sekunde und für heute Nachmittag sind 14 bis 17 Meter pro Sekunde vorhergesagt. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat, würde mich wie immer über einen Daumen hoch freuen. Für Fragen nutzt die Kommentarfunktion unter diesem Beitrag und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert doch bitte unseren Kanal.